Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. Hallo, jetzt am Anfang der DVD möchte ich euch erstmal zeigen, wie man den normalen Vektor einer Ebene bestimmt. Das ist sehr wichtig, denn beim Umformen von einer Ebene in verschiedene Darstellungsformen ist es wichtig, dass man den normalen Vektor der Ebene bestimmen kann. Wenn die Ebene in Koordinatenform bzw. normalen Form gegeben ist, wie diese aussehen, werden wir im Laufe der DVD noch sehen, dann kann man den normalen Vektor direkt ablesen. Interessanter wird es schon, wenn man den normalen Vektor bestimmen soll, wenn die Ebene in Parameterform gegeben ist. Dann kann man nämlich den normalen Vektor nicht direkt ablesen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen normalen Vektor zu bestimmen. Möglichkeit Nummer 1 wäre mithilfe von Determinanten. Das ist eine Version, die ich am besten finde, die in der Schule allerdings in der Regel nicht angewendet wird. Ich zeige es trotzdem an der Stelle. Schauen wir uns dazu gleich ein Beispiel an. Die Ebene E ist gegeben in Parameterform. Wir sehen hier vorne einen Stützvektor und hier hinten zwei Richtungsvektoren. Bevor wir jetzt loslegen, wie man den normalen Vektor berechnet, will ich nochmal ganz kurz zeigen, was der normalen Vektor überhaupt ist. Nehmen wir an, diese Ebene wäre dieser Block, dann wäre der normale Vektor dieser Vektor. Also ein Vektor, der senkrecht zur Ebene zeigt. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so sehen kann. Hier ist die Ebene und hier ist der normale Vektor, der steht senkrecht auf der Ebene. Okay, fangen wir an, den zu berechnen. Dazu benutzen wir hier hinten die beiden Richtungsvektoren. Die schreiben wir in folgender Form nochmal auf. 2, 3, 4, 2, 3, 4, also waagrecht. Und wir wiederholen die ersten beiden Komponenten, also 2, 3. 2, 3, 4 und die ersten beiden Komponenten wiederholen wir hier. Dann nehmen wir uns den zweiten Richtungsvektor, 1, 2, minus 1, 1, 2, minus 1, schreiben den ebenso waagrecht auf. Und auch hier wiederholen wir die ersten beiden Komponenten, 1 und 2. Jetzt setzen wir hier vorne einen kleinen Schnitt an. Wir schneiden also diese beiden Komponenten weg und betrachten uns jetzt diesen hinteren Teil. Und in diesem hinteren Teil schneiden wir uns nun so kleine Vierecke raus. Das sieht folgendermaßen aus. Ich schreibe mal Viereck Nummer 1 auf. Das wäre dieses hier, 3, 4, 2, minus 1. 3, 4, 2, minus 1. Das hier ist unser erstes Viereck. Unser zweites Viereck, das sehen wir hier, das ist 4, 2, minus 1, 1. Also 4, 2, minus 1, 1. Das hier ist unser zweites Viereck. Unser drittes Viereck ist 2, 3, 1, 2. Also hier zu sehen. 2, 3, 1, 2. An diese Vierecke machen wir an der Seite jeweils solche senkrechten Striche. Diese deuten an, dass wir von diesem Viereck die Determinante berechnen sollen. Wie das nun funktioniert, zeige ich euch an dem ersten Viereck. Ist gleich. Bei der Determinante rechnet man erste Diagonale minus zweite Diagonale. Also ausgeschrieben 3 mal minus 1 minus 4 mal 2. Also 3 mal minus 1 minus 4 mal 2 minus 4 mal 2 ergibt. 3 mal minus 1 ist minus 3 minus 4 mal 2
ergibt 8. Minus 3 minus 8 ergibt minus 11. Bei den anderen beiden Viererpäckchen verfahren wir genauso. 4 mal 1 minus 2 mal minus 1 ist also 4 mal 1 minus 2 mal minus 1 ergibt 4 mal 1 ist 4 minus 2 mal minus 1 ergibt minus 2. Minus minus ergibt plus 4 plus 2 ergibt 6. Beim letzten Viereck 2 mal 2 minus 3 mal 1. 2 mal 2 minus 3 mal 1 ergibt 2 mal 2 ist 4 minus 3 mal 1 ist 3. 4 minus 3 ergibt 1. So, was bringt uns nun diese Rechnung? Die Zahlen, die wir hier hinten rausbekommen haben, das sind die Komponenten unseres normalen Vektors. Das minus 11 ist n1, die erste Komponente, 6 ist n2 und 1 ist n3, die dritte Komponente. Diese ganzen Ergebnisse zusammengefasst und wir halten, der normalen Vektor ist minus 11, 6, 1. Minus 11, 6, 1. Und dieser Vektor steht, wie gesagt, senkrecht zur Ebene, ist also unser normalen Vektor. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.